Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hide the Time Quest. Ja, beim letzten Mal ist mir das Spiel abgeschmiert, weswegen ich dann auch unschön geflucht habe. Und das mitten im epischen, naja, mehr oder weniger epischen Bosskampf. Was natürlich. Oh, ein blauer Trank. Yay, den kann ich sogar gebrauchen. Also ihr seht, ich habe nicht ganz so viele Sachen verbraucht wie beim letzten Mal. Vor allem, da ich jetzt auch wusste, wie ich weiter muss, vor allem in dem Raum bei den Skeletten. Und mit den Geistern hatte ich diesmal auch nicht so viele Probleme. Das heißt, ja, hier sieht es ein bisschen besser aus. Ich habe festgestellt, die Geister regenerieren ihre Lebensenergie, wenn sie verschwinden. Das heißt, man muss sie so schnell wie möglich besiegen, solange sie noch da sind. Ja, jetzt müssen wir uns aber auf jeden Fall erstmal nochmal Innostus erneut stellen, beziehungsweise dem Innostus-Bot. Und ja, diesmal werde ich nicht den Fehler machen, Elektromagie auf ihn anzuwenden. Na, komm her. Komm her, mein Kleiner. Na, wie geht's dir? Ist ja eigentlich schon ziemlich cool, was er gemacht hat. So, aus dem Holzfass und so. Und vor allem diese Rollschuhe Ah, unten drunter. da bist du ja wieder, Ritter. Das freut mich. Wie du siehst, habe ich mich sehr geändert. Vorher hatten wir beide die Magie. Jetzt habe ich immer noch die Magie, aber auch die Wissenschaft. Du wirst sehen, wie stark Innostus mit der Rüstung ist. Wehr dich! Ja, du hast deine Rüstung. Ich habe dafür das Schwert des Friedens. Also, das war dumm. Ich bitte dich. Wobei. Okay, das macht überhaupt keinen Schaden. Ist natürlich super. Rennen, 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 rennen. Okay, also ich muss einfach in Bewegung bleiben, wenn er diesen Blödsinn macht. Und versuchen, mich nicht vom anderen Mist treffen zu lassen. Okay, ich kann immer dreimal zuschlagen, dann macht er wieder diese Spin-Bewegung. Eins, zwei, drei. Auch gut. Hä? Magst du mich nicht angreifen? Okay. Anscheinend. Ah, verfolgt eine andere Taktik. Das ist natürlich schlecht. Naja, aber ich glaube, so mit diesem Ausweichen und Zuschlagen kommen wir relativ weit. Denn wenn man vergleicht, wie viel Lebensenergie ich verloren habe und er verloren hat. Ich meine, gut. Das ist komisch. Also ich meine, diese komische Attacke von ihm ist irgendwie eklig. Das ist wahrscheinlich nur mit so einem Seil oder so. Das hat mich ein bisschen. Moment. Au! Du Blödmann. Genau diese Attacke meine ich. Der kann sich selber also heilen. Ja, je länger der Kampf geht, desto schlechter ist es natürlich für mich. Meine Rüstung kaputt. Aua. Aua, aua, aua. Meine Rüstung kaputt geht. Ein bisschen erinnert er mich an Dr. Octopus, auch von Spider-Man. Der hat bloß halt statt vier Armen hinten dran nur einen Arm vorne. Aber so ein bisschen Ähnlichkeit besteht da schon. Und vor allem hat er auch so einen mechanischen Anzug, der ihm dabei hilft, hier zu kämpfen und fiese Taten anzustellen. Aber, hä? Oh, das sieht schmerzhaft aus. Tja, wolltest du, so wie Samus, in den Morphball übergehen? Das hat irgendwie nicht geklappt. Tja. Naja, zumindest war es ein schneller Tod für ihn. Aber überall ist er verstreut. Ist natürlich nicht so gut. Aber hey, er hat uns einen Schlüssel liegen lassen. Das heißt, jawohl, wir haben den Schlüssel, der die Tür zur Spitze des schwarzen Turmes öffnet. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, da kommen wir jetzt weiter. Das war doch gar nicht so schlimm, der Kampf. Gucken wir uns mal noch hier um. In seinem Verlies. Vielleicht finden wir da noch was Interessantes. Ja, ein bisschen Pfeile. Ein paar habe ich ja verschossen. Habe ich die nicht verschossen? Ich habe blaue verschossen. Auch gut. Vielleicht hätten die roten was bei ihm bewirkt. Ein violetter Trank. Brauche ich eigentlich nicht, aber hey, kann ja nicht schaden. Noch ein violetter Trank. Ich habe einfach zu viele gerade. Also eigentlich finde ich das voll cool, wenn ich violette trinke. Was bringt denn dieser Knopf? Ach, der aktiviert wahrscheinlich den Teleporter wieder. Jawohl. Ich habe übrigens auch mal den anderen Teleporter ausprobiert, der noch übrig blieb. Und ich glaube, es gab zwei Räume mit vier Teleportern, weil irgendwie ist bei dem einen was passiert. Also bin ich mit dem blauen Teleporter weitergekommen und beim anderen nicht. Aber ich weiß nicht, ob da noch irgendwas ist. Ich vermute mal nicht. Was haben wir denn hier? Wo bin ich denn jetzt? Ich möchte erstmal speichern.
Auf jeden Fall habe ich den einen Teleporter noch ausprobiert und es ist nicht sonst irgendwie noch was passiert. Ich speichere das mal hier. So, dann gucken wir uns doch mal an, was wir hier so finden. Was bringt mir dieser Raum denn? Was soll ich denn hier? Ich kann nicht in die Ego-Perspektive gehen, das sagt mir dieses Geräusch. Und ansonsten ist hier doch nichts Vernünftiges, oder? Also was bringt mir dieser... Hä? Naja, egal. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich weiß nicht, wofür dieser Raum gut ist und warum da ein Speicherpult vorsteht. Keine Ahnung. Verlassen wir erstmal hier diesen armseligen, toten Alchemisten und machen uns auf den Weg zurück, um jetzt mal den Schlüssel einzusetzen. So, genau. Und ich bin hier in diesen Teleporter reingegangen und bin dann wieder nur hier angekommen. Ja gut, aber ich glaube, der rote Teleporter führte uns zurück zum Anfang. Jawohl. Nein, das ist gar nicht der... Das ist der Raum, in dem wir den einen Zauber hatten, glaube ich. Also irgendwie habe ich das mit den Teleportern noch nicht so ganz raus. Aber hey, wir sind wieder zurück im Startraum. Das ist alles, was zählt. Den Zauber haben wir ja schon in der letzten Ära bekommen, als der Turm noch nicht fertiggestellt war und der Schwarze Ritter noch nicht da war. Deswegen mache ich mir jetzt nicht die Mühe, da noch großartig irgendwie zu suchen. Ja, stattdessen gehe ich jetzt mal wieder hoch und muss mein Schild, also meine Rüstung wieder reparieren lassen. Und ich hoffe, ich werde nicht so viel Schaden in dem Skelettraum nehmen. Ja. Komm, ihr beide müsst erstmal sterben, damit ich in aller Ruhe die Treppe hochgehen kann, okay? Seid ihr damit einverstanden? Ihr könnt ja dann wieder aufstehen. Ne, zwingt euch ja keiner dauerhaft tot zu bleiben. Ich meine, so grausam bin ich nicht. Aber ich töte dich, du blöder Schädel, wenn du mich nicht hier hochklettern lässt, ne? So. Aber das ist cool, es geht weiter. Das in der letzten Folge mit diesem Gang, den ich nicht gefunden habe, das regt mich immer noch auf. So blind war ich. So verdammt blind. Na komm, geh hoch. Geh auf das Pult, lass deine Rüstung reparieren auf wundersame, magische Weise. Ja. Genau, die Rüstung ist wiederhergestellt. Du musst nicht so Pausenhype, das habe ich dir beim letzten Mal auch schon gesagt. So, stattdessen kannst du mal hier gucken, dass du die Zeit lieber darin investierst, den Schwarzen Ritter zu besiegen. Hm, wie wäre das? Ja, ich finde auch, das wäre super. So, gehen wir erstmal hier hoch. Vielleicht hat sich jetzt auch unten diese Holztür da geöffnet. Vielleicht hat es damit irgendwas auf sich. Hm. Keine Ahnung. Nehmen wir erstmal den Schlüssel für den schwarzen Turm. Der sieht cool aus irgendwie. Zumindest im Vergleich zu den anderen Schlüsseln. Das ist nicht so ein stinknormaler goldener Schlüssel. Na, wenn man das mal mit denen... Der ist golden, golden, golden. Naja, die Zellenschlüssel nicht, aber das sind halt Zellenschlüssel. Und der so dunkel, böse. So, nicht mal wieder das Schwert des Friedens. Und guck mal. Ja, da ist schon mal einer. Ich denke mal, den sollten wir von hier aus ausschalten. Ja, genau. Lauf in das Fass rein. Das ist eine sehr gute Idee. Du weichst aus, Blödmann. Da ist ja einer, den kümmert das gar nicht, was hier passiert. Der ist ja witzig. Ja, genau. Trottel. So, der ist schon mal tot. Den erreiche ich nicht. Na gut. Ist da noch irgendwer? Nein, dann gehe ich gegen dich in den Nahkampf. Ihr seid alle irgendwie ein bisschen geistig nicht so auf dem Stand, oder? Ich meine, das würde erklären, warum ihr so einem schwarzen Ritter helft, aber... Eigentlich sollte man meinen, der könnte sich vernünftige Wachen anschaffen. Hm. Ist das ein Hebel? Sieht aus wie ein Aufzug. Klettern wir erstmal hier hoch. Ich will nämlich wissen, was hier oben noch ist. Boah, das geht aber ziemlich weit hoch. Eine ganze Ebene. Wenn jetzt jemand ein Messer wirft, ne? So, ist hier keiner? Kein Gegner? Okay. Das ist eine Leiter. Hm. Okay. Violetter Trank. Hm, hätte ich mir gar nicht so viele violette Tränke kaufen müssen, aber egal.
Was passiert, wenn ich diesen Hebel umlege? Dann geht das Gitter auf. Okay, damit habe ich gerechnet. Fast schon. Was ist das jetzt für ein Gitter? Das ist noch ein anderes, hä? Ich möchte mal gucken, was der Hebel unten macht. Ach gut, dass es in diesem Spiel keinen Fallschaden gibt. Wenn ich den umlege, geht doch bestimmt die Tür hier auf, oder? Nein, dann geht das ganz oben auf. Na gut, dass ich nochmal hier runtergegangen bin. Dann gehen wir wieder hoch und... Aber da drin war noch ein Hebel unten, oder? Habe ich das jetzt falsch gesehen? Ich werde einfach mal runterspringen. Da drin ist ja eine Leiter, das heißt, ich komme wieder hoch. Aber ich dachte erst, das wäre irgendwie so ein Aufzug, wie in Prince of Persia Sands of Time. Da gibt es ja auch so einen halbrunden Aufzug. Und wenn man da hochfährt, dann greifen einen so Sandkreaturen an. Na komm, leg den Hebel um. Braver Hype. Jetzt geht wahrscheinlich die Tür hier auf. Ja, war ja klar. Hätte ich auch gleich hier runterspringen können. Na gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach oben. Dam, 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 dam. Schwarzer Ritter, willkommen. Mit Leitergeschwindigkeit. Aber es sieht schon irgendwie interessant aus. Das sieht jetzt aus wie ein Aufzug, oder? Hier ist so eine Spirale und die Plattform dreht sich da bestimmt hoch. Und. Das da sieht irgendwie komisch aus. Wie so ein. Ist das ein Seil? Oder sind das Texturfehler? Hier ist ein Hebel. Betätigen wir doch mal. Ich bin mal gespannt, was passiert. Okay, die Spirale... Ja, war ja klar. Die Spirale dreht sich und wir sind auf einem Aufzug. Und bestimmt kommen gleich irgendwie Gegner, oder? Ich habe ein bisschen Angst. Na? Kommt keiner? Ich hoffe, du zerquetscht mich nicht. Okay. Also irgendwie hatte ich mir jetzt mehr erhofft, dass irgendwie irgendwelche Gegner angreifen. Aber leider nichts passiert. Was uns hier erwartet. Das klingt... Ah, ich wollte gerade sagen, das klingt nach einer magischen Rüstung. Und da oben war doch noch... Ja, da oben ist noch einer, okay. Ich versuche erstmal die normalen Wachen zu erledigen. Erstmal den mit dem Messer. Wo ist denn der andere hin? Da bist du hin. So, nur noch mit zwei Nahkämpfern, das ist in Ordnung. Die kann ich aus dem Stand mehr oder weniger erledigen. Und jetzt frage ich mich, ob ich dich töten kann und du liegen bleibst. Verschwindest. Ein Monolith. Der einfach so durch die Decke steigt. Na gut. Ich vermute, oben werden weitere Gegner auf uns warten und wenn wir die besiegt haben, geht der Monolith noch weiter nach oben. Kann das sein? Ach, nein. Die Kombination ist ja mal eklig. Na gut, das ging aber als einfacher als gedacht, weil er nicht zielen kann. Aua! Hallo? Hörst du mal auf? Einen Knick in meinem Schild da unten. Aber hey, der Monolith geht weiter nach oben. Das ist schon mal schön. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Kann ich mich da nicht... Was passiert, wenn ich mich da drauf stelle? Na, wahrscheinlich schaffe ich das nicht. Das ist wahrscheinlich die Zwischensequenz da, die zeigt, dass der weiter hochsteigt. Okay, der letzte... Die letzte Ebene. Okay, ich muss das irgendwie anders machen. Wie wäre es, wenn ich erstmal mich um dich kümmere? Nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Ich muss mehr im Kreis laufen. So, du bist erstmal tot. Das ist schön. So, schnell bevor der wieder aufersteht. Aber der bleibt jetzt... Okay. Irgendwie muss ich das Skelett komplett vernichten können. Weil offensichtlich geht der Monolith nicht weiter hoch. Ist ja auch klar, das Skelett ist ja noch da. Wie kann ich denn ein Skelett komplett vernichten? Mit Magie wahrscheinlich, oder?
Probieren wir doch mal den Eiszauber aus. Toll. Das hat ja super getroffen. Und das hat irgendwie nicht so viel gebracht. Wie wär's denn mit Elektro? Ja, wie komme ich denn hier weiter? Bringt mir das da oben irgendwas? Nee, ne? Vielleicht, wenn ich das Gerät hier rauslocke. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm hier runter. Nee, das will nicht. Hm. Aber wie kann man denn ein Skelett töten? Das wüsste ich jetzt wirklich gerne. Ich glaube, ich muss mal ein paar Kräuter essen und einen anderen Eiszauber ausrüsten. Wie wär's denn mit... Ja, Speer ist eigentlich doof, aber damit kann ich am besten treffen, glaube ich. Na komm, steh wieder auf. Sei ein Mann. Nimm das. Ja, das macht einigermaßen gut Schaden. Das ist in Ordnung. Vielleicht, wenn ich dich oft genug mit dem Eiszauber treffe, gehst du dann kaputt. Nee, dann zerfällt sie. Wie soll ich das denn machen? Oh. Dam, dam, dam. Ja, genau, Hype. Lächle einfach so. Ist klar. Aber da oben sehe ich Himmel. Das heißt, wir fahren ganz nach oben rauf. Das ist irgendwie gerade uncool. Das macht mir ein bisschen Sorgen gerade. Slate. Oh, wir sind oben. Oh nein, das heißt, hier ist irgendwo der Schwarze Ritter. Da ist er. So sehen wir uns also wieder. So, so, da ist der Hype. Der tapfere Hype, der durch die Zeit reist. Nein, nein, ich muss zugeben, dass ich überrascht bin. Die Legenden besagen, dass du in der Vergangenheit von den Räubern getötet worden bist. Und doch bist du da. Mein Roboter-Alchemist hat wahrscheinlich den Inhalt seines Almanachs nicht kontrolliert, ehe er ihn mir gab. Nun, tut mir leid, elender Ritter, aber ich habe keine Zeit für Diskussionen. Eine Sonnenfinsternis erwartet mich. Aber ich werde dir gleichwohl ein Zeichen meiner Gastfreundschaft geben. Du darfst mit meinem Haustier spielen, Heribert! Hier ist jemand für dich. Na toll, hau bloß ab. Tja, mit dir. Wir treffen uns früher als vorgesehen, nicht wahr, Ritter? Ich werde dich zum Gespött der Leute machen, ebenso leicht, wie ich deinen kleinen Kumpel ausradiert habe. Har, 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 har. Mit dir haben wir noch eine Rechnung offen. Ja, das Lachen wird dir gleich noch vergehen. Oh, ich darf speichern. Tja. Ich sehe, ich habe noch etwas Zeit übrig, denke ich. Oh, der pustet mich runter. Das ist aber nicht nett. Aua. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen den vorgehen muss. Also... Es hat offensichtlich gerade ein bisschen geholfen, Magie gegen ihn anzuwenden. Aber dass er gerade Feuer gegen mich spuckt, ist irgendwie nicht so schön. Vielleicht, wenn er lacht, kann ich ihn dann schlagen? Boah. Ja, das bringt aber nichts. Ah, hochspringen und gegen seinen Kopf schlagen. Okay. Dann weiß ich jetzt, was ich machen muss. Immer schön aufpassen, dass er mich nicht runterschubst. Und ihn so ein bisschen Feuer spucken lassen. Das bringt leider nichts. Lalalala, nicht runterfallen. Aua. Ja, ja, puste du ruhig. Haha, du hast... Deine Reichweite ist nicht lang genug.
Das ist sogar besser, als irgendwie auszuweichen. Einfach außerhalb der Reichweite bleiben. Und bald wirst du Geschichte sein. Hey! Warum bleibst du nicht stehen? Ich sehe nichts. Na toll. Komm, bleib stehen. Hallo? Das heißt, wir müssen jetzt schneller sein, oder wie? Komm her. Komm runter. Nein, nein. Der lässt sich aber auch nicht treffen, ne? Der lässt sich gerade echt nicht treffen. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, das hat funktioniert. Sehr schön. Ich muss also tatsächlich irgendwie an den ran, wenn er gerade Feuer spuckt. Na komm. Na komm. Ah, das ist schön. So, so, du willst mich also so leicht töten wie Zartila, den du feige von hinten angegriffen hast, hä? Du wirst deine gerechte Strafe schon noch kriegen. Ich werde dich sowas von töten. Ah! In your face! Na komm. Na komm. Ein Schlag noch. Na, vielleicht zwei. Aber dann bist du auch Geschichte. Und dein Herrchen, der schwarze Ritter, wird bald folgen. Komm, Kamera, dreh dich. Sehr schön. Tja, das hast du jetzt davon. Na? Nein, ich akzeptiere nicht, dass man mich enttäuscht. Aus meinen Augen, elender Drache. Tja. Wow, was macht er denn jetzt? Geht er jetzt gegen seinen eigenen Alliierten vor? Na toll. Ja, cool. Ein Mini-Drache. Darf ich den als Haustier behalten? Umso besser. Jetzt kann ich dich selbst zum Gespött machen und während der Sonnenfinsternis die Sonnenuhr berühren. Wenn die Sonne vom Mond verdeckt wird, wird dein Volk wissen, dass es für immer verloren ist und dass ein Held tot ist. Kämpfe! Okay, auf geht's. Vielleicht hättest du zusammen mit deinem... Nein, Barnak. Du musst selbst kämpfen, du mieser Gott. Los, kämpfe! Ah. Wow, wow, wow. What the fuck? Oh Gott. Wie stark ist der denn bitte? Ich weiß nicht, was ich tun muss. Hilfe! Hier hinten greift er mich nicht an. Okay, ich muss ihn einfach treffen. Das ist leichter gesagt als getan. Wahrscheinlich hätte er auch noch eine bessere Chance gehabt, hätte er mit seinem Drachen zusammengekehrt. Hallo? Hallo? Okay, ich darf mich nicht bewegen. Ja, vielleicht sollte ich mich... Nein! 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 Ah, ich habe nicht auf meine Lebensenergie geachtet. Verdammt! Tja, damit habe ich wohl verloren. Tja, naja, gut, dass ich vom Kampf gespeichert habe. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal machen, denn ich habe gerade keine Lust, den nochmal herauszufordern. Vor allem haben wir keine Zeit mehr. Deswegen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut!